Hallo Leute, guten Morgen. Zu dem Anschlag in Solingen habe ich gerade ein interessantes Video gefunden, hat er ganz gut gemacht. Und der sagt hier eigentlich alles, was zum Thema interessant ist. Ist ganz gut zusammengestellt. Meine lieben Freunde, auch in Solingen ist es immer derselbe Ablauf. Es passiert ein schreckliches Verbrechen, erster Akt. Leute, das ist nicht mehr zu fassen, was hier abgeht. Guckt euch das einmal an. Zweiter Akt, Bestürzung, Empörung. Was für ein furchtbares Verbrechen das ist, das bewegt uns alle und das wird keinem von uns aus den Köpfen gehen. Dritter Akt, Ruf nach harten Maßnahmen. Das heißt, wir brauchen Waffen, Stich- oder Hiebwaffen, Verbotszonen und eine Verschärfung des Waffenrechts. Verschärfung des Waffenrechts. Ich sagte es ja schon gestern in dem Video. Hätten wir die Waffen verboten, hätte der zu Hause das Messer nie eingesteckt und wäre gar nicht losgegangen. Irgendwo habe ich jetzt noch gehört, irgendjemand von der Regierung hat gesagt, man sollte die Straftaten verbieten. Was ist es? Wir verbieten einfach die Straftaten und keiner macht mehr eine. Das wäre doch die Lösung. Aber nee. Vierter Akt, Warnung vor der Überreaktion. Das Asylrecht verweigern, das können wir nicht tun. Und deswegen ist ganz klar, dass so eine Art von Aufnahmestopp nicht denkbar ist. Fünfter Akt, gar nichts. Sechster Akt, Übergang zur Tagesordnung. Antifaschismus lautet die Parole. Nazis raus! Nazis raus! Solingen steht unter Schock. Ruhe, Besinnung, Raum. Kaum ist so was passiert. Gehen die auf die Straße und demonstrieren gegen Nazis? War wohl doch ein Nazi, oder was? Für Trauer wird gebraucht, doch es dröhnt von allen Seiten. Ein schauriges Ritual. Und damit hallo, Freunde! Und herzlich willkommen zu Clownies. Es läuft immer nach demselben Schema ab, Welt. Es passiert ein schreckliches Verbrechen. Erster Akt. Ironischerweise war es das Festival der Vielfalt am 23. August 2024, auf dem sich der 26-jährige Syrer Issa al-Hassan dazu entschieden hat, wahllos auf die Menschen loszugehen. Dabei griff er gezielt die Opfer an ihrem Hals an. Ja, ich kann mich jedenfalls. Ich scheiße. Da bringt ja drei Leute um, verletzte Haufen. Und das als Dank, dass wir den aufgenommen haben. Aber wir sind halt so bunt und Multikulti. Seht euch das Video bei dem Clowny hier an. Ich lege den Link unten in die Videobeschreibung. Ich reg mich bloß wieder auf. Ciao.